Krebs, hallihallo. Wochenbotschaft für unsere Krebsenergie. Was geht ab? Wir schauen mal. Wow, lass uns mal gucken. Wow, Krebse. Harte Arbeit zahlt sich aus. Das heißt, für die Krebse, die sich sehr engagiert haben oder sehr engagieren werden, okay, wird sich nicht nur finanziell, nicht nur beruflich, sondern auch auf der normalen Ebene als Mensch, ja, Bewusstseinsebene, einiges verändern, einiges darstellen, weil unser Krebs hat in den letzten Wochen wirklich viel geleistet, ja. Arbeitstechnisch, hat gerade auch die Familie sehr unterstützt, okay, ist durch viele schwierige Prüfungen gegangen, weil die Arbeitskollegen gelästert haben, weil die Kohle nicht so läuft, ja, weil also die Benzinpreise wieder so groß sind, weil die Sucht, die manche haben könnten, ja, nicht so ganz kontrolliert wird, weil Krebs einfach sehr viel durchleben musste und durfte. Aber Krebs wird kommende Woche finanziell sich erholen können. Okay, durch eine finanzielle Unterstützung, Kindergeld, Jugendamt, weiß ich nicht, wird er irgendwas in die Wege leiten, damit du Unterhalt bekommst, okay, Steuernachzahlung, ein Lottogewinn, okay, Sparverträge. Die finanzielle Ebene können für viele Sternzeichen, Krebsgeborene, kommende Woche gute Resultate bewirken oder erzielen. Was wichtig ist, ist einfach, dass Krebs, du kommende Woche einfach wirklich weißt, die wertvollste Energie, nicht nur finanziell, nicht nur beruflich, ja, ist die Energie der Harmonie, der Sicherheit, dass du dich für die Familie einsetzt, für die Partnerschaften, für die Liebesbegegnungen, ja, dass du dich für alles einsetzt, aber im wertvollsten Moment erkennst, dass du als Krebs, sowohl Mann als Frau, immer als erstes weißt, die Sicherheit für das, was gerade passieren wird, kommende Woche kreierst du. Unser Krebsmann, ja, wird, wir haben Krebs, wir haben Fische, wir haben Stier, wir haben Steinbock-Energien hier dabei. Okay? Krebsmann, die Spiritualität heißt nichts anderes. Eine Entscheidung wird getroffen werden, bewusst und unbewusst. Du wirst in einen Weg geführt werden, Krebsmann, ja, der dich aufatmen lässt und wo du auf einmal aufwachst und denkst so, irgendwas ist anders, ich weiß aber nicht was. Die geistige Welt wird dir in einem Moment der unverhofften Frequenzen, ja, für dich etwas zuspielen, was dich wirklich beruhigt. Unsere Krebsfrauen, okay, haben bestimmte Voraussetzungen, bestimmte Illusionen, bestimmte Träume, die sie gerne verwirklichen möchten. Setzt euch hin und bringt den Plan so zu Ende, wie er sein darf, okay? In der Liebe werden sowohl für die Partnerschaften, für die Singles, für alle von euch die Emotionen auf Hochtouren fahren, ja. Es können wunderschöne Liebesmomente entstehen, auch für die ältere Generation mit Parkbesuchen, mit Kinobesuchen, ja, auf eine andere Frequenz, wenn man sich der Liebe öffnet, ja. Gesundheit, achtet einfach ein bisschen darauf, dass ihr nicht zu viel Chaos in eurem Sein habt, okay? Möchtet ihr eine private Legung? Schreibt mich an, okay? Ich habe nur noch einen einzigen Termin. Notfall-Express-Termine. Wenn es ein Notfall ist, schreibt mich an. Du kriegst sofort am gleichen Tag noch einen Termin von mir. Aber nur für die Notfälle, ja? Also wartet nicht so lange, weil meine Kapazitäten sind natürlich auch nicht so, dass ich sage, ich warte jetzt jeden Tag, bis dass ihr euch meldet. Nein, also ich habe schon viele Termine, aber ich mache das einfach nur, um euch eine Stütze zu sein. Zielorientierte Therapien gehen 2 Stunden, okay? Und die sind wirklich der absolute Burner. Schreibt mich auch dort dafür an, okay? So, Buchstabe B, J, W, M, R, L, I, G, X, N, V, H, Z, C und F. Buchstaben anpassen, Name, Nachname, Kosename, was auch immer. Wenn nicht, lass es ziehen, okay? Krebs, jedes Kommentar wird von mir beantwortet. Also hinterlass deinen Kommentar und ab nach vorne. Glaube an das Unmögliche, Krebs. Bis dahin, bye.